Und dazu habe ich schon so ein bisschen beigetragen, dass wieder eine richtige Berliner Gruppe daraus wurde. Mich interessierten alle Untergruppen. Ich besuchte sie auch, wusste Bescheid, was sie vorhatten oder was sie gerade hinter sich hatten an Kursen. Dann gab es, ich glaube Ende 1931, die Auffassung, dass man organisierter, geschlossener arbeiten müsste. Erstens, um auch Kurse und Gruppen zu bilden in den Stadtteilen, wo noch keine waren. Und zweitens, um auch Lehrbücher herauszugeben oder andere Schriften, um eben besser zusammenzuarbeiten. Also es fand eine solche Versammlung statt, die ich auch einberufen hatte. Ich glaube, das war Frankfurter Allee dann. Und wann war das? Das war Ende 1931. Da gab ich dann einen Bericht über die gesamte Berliner Esperanto-Bewegung, das heißt des Arbeiter-Esperanto-Bundes. Und es endete damit, dass sich eine Berliner Gruppe nun wieder eine Gesamt-Berliner Gruppe konstituierte und sie haben mich da als Vorsitzenden gewählt dazu. Und was war dann die Aufgabe dort als Vorsitzender oder worauf orientierten Sie dann speziell? Also es war wichtig, nun neue Kurse vorzubereiten. Das war überhaupt eines der wesentlichsten Punkte der einzelnen Esperanto-Gruppen. Kurse durchführen, neue Mitglieder gewinnen, eventuell neue Gruppen aufstellen. Und dann gab es höhere Aufgaben, wenn ich mal so sagen darf. Das war Verbindungen herstellen mit Arbeitern aus dem Ausland und PEK aufzubauen. PEK, P-E-K, bedeutete proletarische Esperanto-Korrespondenz oder ein Esperanto, Proleta Esperanto-Korrespondado. Die wichtigen Briefe, die ankamen aus dem Ausland, wurden in Deutsch übersetzt und in der deutschen Ausgabe von PEK gedruckt oder vervielfältigt und diese PEK-Hefte dann an Zeitungen gegeben, damit die über Esperanto, über die Welt informieren. Man muss dabei bedenken, dass man sich in diese Zeit heutzutage kaum hinein versetzen kann. Heute hat jede Zeitung, wenn sie etwas auf sich hält, Auslandskorrespondenten, ob das Japan oder China oder Amerika ist oder Brasilien, das gab es ja damals besonders für die Arbeiterpresse nicht. Und so fanden unsere Mitteilungen, unsere PEK-Hefte, einen Zuspruch auch in der proletarischen Presse, auch in der Roten Fahne. Und die zweite Seite war, wir gaben diese PEK-Hefte in Esperanto heraus, das heißt Mitteilungen, besonders die den Klassenkampf in Deutschland betrafen. Wir hatten ja 7 Millionen Arbeitslose und 7000 politische Gefangene. Und es gab überall und immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit.
Darüber schrieben wir nun in Esperanto und hatten einen Kreis von Abnehmern im Ausland. Meine besondere Arbeit war es dann auch, im Sekretariat solche Briefe ins Deutsche zu übersetzen. Und besonders beeindruckend für mich waren die Briefe aus China. China, damals eine sehr unruhige Zeit, aber wir hatten Esperantisten überall dort, wo etwas los war. Wir bekamen Briefe 3 bis 5 Seiten lang auf feinstem Reispapier geschrieben, eng beschrieben, und es kostete schon Zeit, die zu übersetzen. Und die haben viel, viel Zeit nun von mir beansprucht. Ich war ja damals noch ein sehr eifriger Wanderer, aber selbst wenn ich sonntags oder Sonntag auf Fahrt ging, wie wir sagten, also Wanderungen machten um Berlin, hatte ich immer eine Menge, hauptsächlich chinesische Briefe bei mir, und währenddem andere Ball spielten oder sowas machten, lag ich da auf dem Bauch und habe Briefe übersetzt. Und dann wurden sie am nächsten Tag in eine Maschine geschrieben und vervielfältigt. Übrigens, diese in die Maschine schreiben, da hatte ich dann meine jetzige Frau, aber damals war es noch Alice Wiebach, und die teilte sich mit mir die Arbeit. Einmal diktierte ich ihr in die Maschine und dann wieder eine Seite umgekehrt, und so haben wir viel zusammengearbeitet. Sie haben auch sogar eine Kindergruppe in dieser Zeit gehabt, ja, wie ich gehört habe. Ja, es bestand erstmal neben der IP-Zeitung oder neben der Oppositionszeitung Internazisto auch eine vervielfältigte kleine Zeitung Esperanto Pioniro. Die wurde von Adolf Schwarz ins Leben gerufen und zunächst auch geleitet. Ich kam dann in diese Arbeit auch immer mehr rein, besonders darum, weil ich selbst eine Pioniergruppe gegründet und geleitet hatte. Das war eine sehr, sehr interessante Arbeit, schon wegen der Korrespondenz auch mit Marcel Boubou zum Beispiel oder mit Gladys Kiebel aus England und viele andere aus Deutschland, aus dem damaligen Deutschland. Naja, schließlich habe ich diesen Esperanto Pioniro alleine herausgegeben, oder herausgegeben hatten, die hatten ja nun die Organisation, aber eben alles fertig gemacht, in Matrizen geschrieben, abgezogen, Bilder besorgt, damals Hans Tingel war Gebrauchsgrafiker, und der hat viel für uns gemacht. Viel Vignetten für einen Arbeiter-Esperantist, für Internazisto, hat unsere riesen Wandzeitung im Büro Dürkenstraße 42 gemacht. Kunstvoll, das war sehr schön. Damals hat sich auch ein berühmter Mann oder Schriftsteller interessiert fürs Esperanto, der Ludwig Renn hat sich dafür eingesetzt. Ne? Ja. Ludwig Renn
der wurde dann von unseren klugen Leuten geworben, auch zur Mitarbeit.